Hallo. Was war denn das jetzt? Frosch verschluckt. Nochmal neu. Ja, hallo. Herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Ja, ich bin alleine am Wasser diesmal. Der Martin kann heute nicht und deswegen habe ich mich jetzt hier alleine hingesetzt. Ich habe mir schon alles aufgebaut hinter mir. Ihr seht, steht mein Zelt, die Liege ist schon drin. Ich bin bereit. Zwei Routen sind schon im Wasser. Einmal, ich habe einen Frosch im Hals. Einmal ein Boilie mit einem Pop-up, also ein Schneemann. Und auf der anderen Route habe ich, da ist die Method-Feeder-Route noch drin. Ein Mini-Poppy mit Mistwurm nochmal garniert. Die werde ich aber, glaube ich, austauschen. Die zuckt ab und zu mal die Rute, aber das sind die Fledermäuse, denn die sind jetzt schon unterwegs hier. Die Fledermäuse. Genau, die haben auch ihren Winterschlaf beendet. Eigentlich war es auch anders geplant. Ich wollte heute auch auf Welsangeln eine Rute zumindest. Aber ich musste in Etappen packen heute. Es war alles ein bisschen durcheinander. Ja, da habe ich meine ganzen Welsvorfächer vergessen. Ich habe zwar jetzt hier eine Rute mit, da ist noch ein Haken drauf, ein Einzelhaken, ganz kleiner, der ist stumpf, da ist die Spitze umgebogen. Aber ich habe noch kräftige Karpfenhaken mit. Vielleicht mache ich das, dass ich da den Haken austausche und dann zumindest mal ja, zwei, drei Tauwürmer drauf mache und einfach jetzt mal auslege. Dann liegt es halt auf Grund. Ansonsten ja, werde ich dann einfach auf Karpfen und auf Barbe angeln. Ich würde mich sehr über eine Barbe freuen heute. Aber schauen wir mal, was so kommt, wenn überhaupt irgendwas kommt. Das Wasser ist wieder etwas gestiegen, etwas braun. Spricht ja, oh, nee, es waren Enten. Es spricht ja für Wels eigentlich und auch für Aal. Vielleicht geht ja sogar schon ein Aal auf die Tauwürmer. Ja, das mache ich jetzt auch gleich. Jo, ansonsten gibt es erstmal nichts zu berichten. Ich melde mich in Kürze wieder. Genau, so machen wir es. Also, bis gleich. Mittlerweile liegt die Route mit zwei Tauwürmern. Ja, schauen wir mal, ob da jetzt was geht. Es war eine ganz schöne Fummelerei, dieses dicke Welsvorfach. Ich glaube 0,90, ja, also fast einen Millimeter dick. Das zweimal durch das Öhr zu bekommen von einem Karpfenhaken. Also, ich kann euch verraten, einmal habe ich es durchbekommen. Das zweite Mal nicht mehr, es ging einfach nicht. Ich habe alles versucht, ich habe mit der Schere das schräg zugeschnitten, ich habe es mit dem Feuerzeug angeflammt. Ach, nichts ging. Dann habe ich es eben normal angeknotet, sage ich mal. Na, das gibt einen Spaß. Zwei Tauwürmer jetzt drauf gemacht und hinein in die Fluten. Jetzt liegt es hier vor mir. Oh, das war nicht der Bissanzeiger, nee.
Jetzt müsste mal hier meine Sirene angehen. Ja, also gut. Wie gesagt, zwei Türme sind drauf, liegen jetzt hier draußen. Es hat einmal kurz gezupft, aber nichts Genaues. Ich werde später nochmal Kontrolle machen. An der anderen Route mit dem Schneemann tut sich auch rein gar nichts. Da werde ich jetzt auch nochmal gleich eine Kontrolle machen. Ja, ansonsten bleibe ich hier noch sitzen. Wir haben jetzt 8:45. Ich werde mir jetzt langsam meine Jacke überziehen. Jetzt wird es frisch, wo es heute echt angenehm warm war. Ja, bestimmt 18 Grad. Das Wasser dürfte auch wieder jetzt etwas wärmer geworden sein. Ich schätze mal so 9 Grad. Ich gucke gleich mal nach. Hey, jetzt ist hier aber was los. Na gut, ich mach aus und kontrolliere die Routen. Frisch wird's. Mann, Mann, Mann. Ist halt doch noch nicht so richtig Frühling. Es war zwar heute schon mal 18 Grad, aber jetzt heute Nacht ist es wieder richtig kalt. Es zieht alles an, es wird feucht und ich gehe jetzt gleich hier hinten in mein Zeltchen rein, stelle da meinen Stuhl hin und dann sitze ich da etwas geschützter und habe immer noch hier Blick nach vorne auf die Routen. Aber da tut sich bisher gar nichts. Null. Absolut null. Zwei Hänge hatte ich bisher. Das war auch schon alles. Also einmal war die Boilie-Montage blockiert. Da hing irgendwie so ein Kunststoffteil am Haken. Also wenn da irgendwas versucht hätte einzurüsseln, das wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Ein Wurm hat gefehlt an der Welsmontage, beziehungsweise ich sage jetzt mal Welsmontage, an der improvisierten Welsmontage. Aber auch da, eigentlich nichts Richtiges. Ich weiß nicht, ob der Wurm jetzt abgefressen wurde oder ob er sich von alleine befreien konnte. Alles jetzt nochmal neu ausgelegt, den Haken an der Boilie-Route nochmal nachgeschärft. Ja. Jetzt warte ich hier halt. Mittlerweile haben wir, glaube ich, 11 Uhr, 23 Uhr. Und da geht noch gar nichts, noch null. Ich hoffe, dass die Nacht irgendwas noch abbrennt. Das wäre doch absolut sonst. Aber so ist es. So ist es. Aber zumindest habe ich hier, als ich vorhin mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet habe, so ein paar kleine, handlange, 15 bis 20 cm lange Döbel gesehen an der Oberfläche. Die machen hier rum. Also Fisch ist hier in diesem ruhigen Bereich, in dem ruhigen Kessel hier. Der Biber ist auch hier. Der hat jetzt schon bestimmt 5-6 Mal hier lautstark mit dem Paddel hinten aus Wasser aufgeschlagen. Ja, aber ansonsten nichts. Naja. Da heißt es nur warten. Muss ich noch mal irgendwas machen jetzt? Ich werde noch mal die Wurmroute kontrollieren, auf jeden Fall. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die ganze Nacht draußen lassen werde, weil, wie gesagt, der liegt jetzt einfach nur auf Grund. Die Welsmontage, da wird sowieso, wenn was geht, sehr wahrscheinlich nur so ein halbstarker Wels einsteigen. Aber auch über den würde ich mich sehr freuen. Aber ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber, ob ich das wirklich die ganze Nacht machen soll. Ich weiß es nicht. Jetzt geht sogar die Kamera aus. Ich habe irgendein Codewort wahrscheinlich gesagt hier, was die Kamera dazu veranlasst hat, einfach auszugehen. Das war bestimmt das Zeichen, dass ich jetzt hier hinten reingehen soll. Das mache ich jetzt auch.
Ach, schon viel besser. Hier ist wirklich links und rechts jetzt geschützt hier. Was ist denn jetzt? Jetzt fängt es sogar an zu regnen. Das ist ja jetzt blöd. Da muss ich doch hier etwas mehr in die Ecke rein. Oh ja, es fängt an zu regnen. Das heißt, ich muss hier Platz machen. Ja. Ihr kommt hier drauf. Keine Ahnung, ich sehe jetzt gerade gar nichts mehr. So, also ich sitze auf jeden Fall im Trocknen. Ihr jetzt auch, aber ich habe keine Ahnung, ob ihr mich überhaupt seht. Ich glaube, nicht. So, jetzt. Nee, ist ja wurscht. Ich mache jetzt eh gleich aus. Ach ja. So war das eigentlich gar nicht geplant, dass es heute schon regnet. Eigentlich erst morgen früh, so gegen 9, laut Wetter-App. Das bedeutet, nasses Zelt einpacken. Ja gut, es wäre sowieso nass gewesen, weil es komplett ja, angezogen ist da draußen, feucht ist, das ganze Gras, die Wiese ist feucht. Also, morgen früh einpacken, feuchtes Zelt irgendwie nach Hause bringen, dann wieder in der Garage trocknen. Naja, wer kennt's nicht. Und ich hoffe, wenn ich dann morgen das Zelt ausbreite in der Garage, dass ich mich dann über einen Fang freuen werde. Hört ihr es? Es regnet stärker. Ja. Aber ich habe jetzt noch mal meine Wurmrute kontrolliert. War alles noch in Ordnung. Hab die jetzt umgelegt. Und zwar ja, raus aus der Strömung. Direkt jetzt hier links an die Uferkante eigentlich. Nur so 2 Meter, 1,50 Meter vielleicht vom Ufer weg. Im relativ flachen Wasser, weicher Boden, ja, ich schätze mal so einen Meter vielleicht noch tief, da die Rinne hier draußen hat. Ich glaube, die haben wir irgendwann mal gediebert hier, da war es über 2 Meter, aber der Uferbereich ist dann recht flach. Da liegt jetzt die Wurmrute. Ich habe nochmal einen Tauwürmer dazu gesteckt, also ganze 3 Tauwürmer sind da jetzt drauf. Wenn jetzt hier an der Uferkante irgendwas entlang rüsselt, beziehungsweise ein Aal oder der Zielfisch der Wels da jetzt entlang schwimmt und nach Beute sucht, ja, dann müsste er doch eigentlich auf meine Tauwürmer stoßen. Mein Bissanzeiger habe ich da jetzt ganz sensibel eingestellt und ja, sollte doch jetzt jeden Zupfer, jedes noch so kleine Schnur nehmen, registrieren, wie dem auch sei. Es regnet immer stärker und ich bin froh, dass ich hier das Zelt mitgenommen habe. Ich habe erst überlegt, ob ich den Würfel einfach nur aufbaue hier, ob ich den mitnehme, weil der ist viel, viel schneller aufgebaut, aber dafür ist er auch nicht wasserdicht. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Ich werde auf jeden Fall nochmal die Boilie-Rute dann nochmal kontrollieren. Ein bisschen nachfüttern. Ich habe hier so ein bisschen Grundfutter dabei. Da sind so ein paar Mini-Pellets drin. Ja, ansonsten nur Staubfutter. Dosenmais habe ich noch mit. Das werde ich auch noch so ein bisschen einstreuen. Nicht zu viel, weil das Wasser ist noch kalt. Wie gesagt, 9 Grad haben wir es.
dann hoffe ich, dass irgendwas die Nacht hier noch abbrennt. Irgendwas muss doch hier gehen. Das gibt's doch nicht. Ja, hier bin ich wieder. Viertel nach eins haben wir es mittlerweile. Und Zeit für mich jetzt ins Bett zu gehen. Ja, was soll ich sagen? Gar nichts geht. Null, absolut null. Ich habe jetzt mehrfach die Routen hier kontrolliert. Immer wieder. Ja. Aber es geht bisher nichts. Aber es kann trotzdem noch alles gehen heute Nacht. Ich bin bereit. Aber jetzt bin ich auch bereit hier für mein Bettchen. Ah. Und da freue ich mich schon drauf. Auf mein Bett hier draußen am Wasser. Und es ist doch immer wieder schön, wenn man hier direkt am Wasser übernachten kann. Und es ist wirklich ein Hochgefühl oder ein Glückserlebnis. Es ist für mich auf jeden Fall immer wieder ein Erlebnis und was Schönes, direkt am Wasser schlafen zu können und dann morgens aufzuwachen oder auch mitten in der Nacht, wenn der Bissanzeiger dann ruft. Das ist immer wieder sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Ich genieße das und ich genieße das auch jetzt heute Nacht hier und werde mich jetzt hier gleich ablegen. Mein Bettchen ist, wie gesagt, gemacht hier. Und ja, ich freue mich da einfach drauf. Und es ist, ja, einfach was Tolles. Ihr könnt ja mal, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Aber ich denke, diejenigen, die regelmäßig angeln gehen und auch regelmäßig Nachtangeln gehen, die können es nachvollziehen, wie das so ist. Und ja, ich denke mal, die werden das Gleiche fühlen wie ich oder wie auch der Martin. Mit dem Gefühl, ins Bett zu gehen, es könnte jetzt wirklich was abbrennen. Mitten in der Nacht, dann wird man geweckt und dann geht's raus an die Route. Und der Drill beginnt. Ja, das ist doch ein tolles Gefühl, finde ich auf jeden Fall. Ja, so genug philosophiert und geträumt und geschwafelt. Ich leg mich ab in mein Bett. Wie gesagt, die Routen sind scharf. Kann alles gehen jetzt. Und wir sehen uns dann aller spätestens, wenn es wieder hell ist. Und dann sage ich jetzt hier an dieser Stelle gute Nacht. Regen, Regen, Regen. Was habe ich nur Lust, das jetzt einzupacken? Es regnet schon. Ich weiß nicht, wie viele Stunden. Das Wasser ist gestiegen. Wenn ich das so von hier aus abschätze, naja, 20 cm mindestens. Oh, ich habe überhaupt keine Lust, das jetzt alles einzupacken. Aber ich muss. Das macht keinen Spaß. Alles klitsch, klatsch, nass. Oh Mann, aber ich hab's geschafft. Ich bin im Auto, hab alles eingepackt und bin auf dem Nachhauseweg. Hab sogar schon Brötchen geholt. Jawohl. Fischereitechnisch absolute Nullnummer. Gar nichts. Nicht ein Zupfer.
Es hat, ich weiß gar nicht, wann es dann angefangen hat, dauerhaft zu regnen. Ich glaube so um 2 Uhr ungefähr. 1:30, ja, weiß nicht. Ja, durchgehend jetzt. Jetzt nieselt es immer noch ganz leicht. Oh Mann. Hat sich ja mal wieder richtig gelohnt. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht ist da der Martin wieder dabei. Vielleicht gehe ich die Woche aber nochmal allein. Ich habe noch eine Woche Urlaub jetzt. Gut, aber das seht ihr dann. Dann würde ich sagen, macht's gut. Tschüss.